Ich bin Enrico von Outdoor BW. Ja, aktuell bin ich gerade im Urlaub in Italien und auch letztes Jahr war ich schon hier und bin den Berg Montorfano hochgewandert. Dabei habe ich eine alte Militäranlage aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt und besonders interessant fand ich einen Tunnel. Den konnte ich allerdings nicht hineingehen, denn ich hatte keine Taschenlampe und nichts dabei. Das soll sich heute ändern, denn ich möchte sehen, was ist in diesem Tunnel. Und wenn du dabei sein willst, bleib dran! So, gutes Drittel haben wir geschafft. Perfekt. Da haben wir schon die kleine Stelle. Schwimmt sie überhaupt Wasser? Ja, Wasser kommt raus. Erkennt man noch das Bänkchen mit der Quelle. Dann geht es hier in diese Höhle hinein. Sieht auch richtig klasse aus, wie diese Büsche da runterhängen. So, hier erkennt man auch sehr schön am Rand, dass das Ganze von Menschen angelegt wurde. Denn im Ersten Weltkrieg hat das hiesige Militär diesen Berg als Verteidigungslinie benutzt, falls die Deutschen über die Schweiz hier nach Italien gekommen wären. Endlich geschafft. Wir sind auf dem Plateau angekommen, wo der Bunker ist. Boah. Aber ohne Witz, im Vergleich zu letztem Jahr kam es mir viel, viel anstrengender vor. Aber dafür hat man eine richtig tolle Aussicht.
Okay, dieses Mal gibt's auch Licht. Dann schauen wir mal, was der Tunnel hier so bringt. Zugebaut oder was? Hier nochmal ein Blick in den Schacht. Da sind wir jetzt gerade eben raus. Und werden jetzt hier eine kleine Pause machen. Was das hier wohl war? Parkplatz für irgendwas. Kann natürlich auch sein, dass sie eine richtig große Artillerie Dingens da mit Vogeln hier drin haben. Okay. Ja. Ich weiß es leider nicht. Mal guck mal, das sind wahrscheinlich alles Steine gewesen zum Bauen. So, hier sieht man jetzt noch einen Teil der alten Anlage. So Leute, und jetzt schaut euch mal diese Aussicht an. Und für uns geht es noch weiter hier hoch.
das hier? Ein Bunker oder nur eine Wand? Nur ein kleines Räumchen. Okay. Und da drüber haben wir nochmal so einen Schützengraben, oder? Mhm. Na dann, gehen wir mal hin. Auch nur wieder so ein kleiner Raum. Was war denn da? Da vorne hat es, glaube ich, auch nochmal so eine Mauer oder irgendetwas. Ah, war wahrscheinlich mal ein Haus. Und eine Grillstelle. Eher Abstellkammer anstatt Haus. Okay, wir sind jetzt hier auf der Rückseite des Berges und auch hier hat man eine wunderbare Aussicht. Schon ein bisschen felsiger als hier runter, ne? Mhm.